ganz kurz noch, wenn vielleicht einige Zuhörlinge nicht genau wissen, warum es den gibt, den Eider Hobbit. Ja. Wer es noch nicht wusste, Homosexualität war in der Bundesrepublik Deutschland. Bis 1994 nämlich stand das unter Strafe. Ja. Und das wurde dann endlich mal abgeschafft, dieses Gesetz. Und zwar am 17.05. Das ist sowas von völlig verkehrt, was du gerade erzählst. Scheiße, ich hab's mir fast gedacht. Oh nein, Mann. Also, bis 1994 stand Homosexualität in Deutschland unter Strafe. Das habe ich richtig gesagt. Das ist richtig, das hat jedoch nichts mit dem Eider-Hobbit zu tun. Und zwar im Jahre 1990. Im Jahre 1990 hat die Internationale Weltorganisation für Gesundheit am 17.05. Ja. die Homosexualität aus ihrem Katalog der Krankheiten, der psychischen Krankheiten gestrichen. Das meinte ich ja, Margot. Ja, es ist halt ein bisschen was anderes, 1990 psychische Krankheiten streichen, als 1994 ein Gesetz zu verändern. Und es wäre auch kein internationaler Tag, nur weil Deutschland ein Gesetz streicht. Du hast ja recht, Margot. Ich sag's ja nur. Oh, ist das peinlich. Und ich hab, oh, naja. Das aber peinlich. Das macht nichts. Na gut. Dafür hast du mich ja auch. Naja, aber ich liebhasse dich ja stark. Nein, ich meine, dafür hast du mich an deiner Seite. Ach so. Ach so. Du bist, also sag mal.